Ich muss mich beeilen. Egal, ob ich jemanden getötet habe oder nicht, sie würden mich sowieso hängen. Ich kann schon die Hunde hören. Verdammt, reiß dich zusammen, Mann. In Mexiko wäre ein sicherer Ort, aber die Straße führt direkt durch Juarez hindurch. Ich müsste verrückt sein, um auch nur in die Nähe dieses Ortes zu gehen. Moment, die Mine nahe Black River. Ein Zug fährt dort direkt vorbei. Ich könnte auf den Zug aufspringen und somit nach San Jose gelangen. Molly müsste dort sein. Die einzige Person auf dieser Welt, der ich noch trauen kann. Alles klar, Freunde. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Call of Juarez, Episode 4. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Die Gegend kommt mir bekannt vor. Wenn der Zug von links kommt, weiß ich sicher, wo ich bin. Okay, ganz wie du meinst, Billy. Also ich kenne mich hier in der Gegend überhaupt nicht aus. Ich musste, by the way, gerade alles nachspielen, ne? Dieses Spiel ist, was Autosaves angeht, wow, ganz schön weird. Es speichert nämlich nicht am Ende des Kapitels. Okay, hier sind überall Wölfe. Ich muss übel aufpassen. Gott sei Dank sind die recht schnell erledigt. Ich mit meiner kleinen Mädchenpistole hier. Ah, wo muss ich lang? Ich muss da irgendwie runter. Warte mal, kann ich... Ah, guck mal, hier kann ich ran. Okay, hat einigermaßen gut funktioniert. Was ist das denn hier auch für eine Gegend, Alter? Apachen? Wahrscheinlich Abtrünnige. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Junge, das sieht einfach aus, als wäre hier einer durchgegangen mit einem Messer und hätte hier einfach ein bisschen sich ausgetobt. So sieht diese Landschaft aus. Ich habe einen Bogen? Lol, seit wann habe ich einen Bogen? Ich meine, das ist nice und so. Habe ich den gerade aufgesammelt, ohne es zu merken? Anscheinend, ne? Hm. Na gut. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, ich gebe es zu. Los, hoch mit dir, Billy. Ah, den Bruder hat's erwischt. 21 Pfeile haben wir zur Verfügung. Dann hoffen wir mal, dass wir die nicht allzu bald einsetzen müssen. Da ist die Brücke und der Mineneingang, ungefähr eine Meile entfernt. Vielleicht schaffe ich es noch vor dem Sturm bis dorthin. Was zum Teufel? Was haben die denn dort verloren? Sie plündern die Mine? Wenn sie mich bemerken, bin ich ein toter Mann. Einige unbekannte Kerle sind dir im Weg. Bewege dich unbemerkt durch die Mine. Mein Gott. Kann ich die Dudes nicht auch einfach alle ausschalten? Ich meine, so schwer wird das schon nicht sein. Ist immer noch besser, als sich mit einer ganzen Stadt anzulegen. Als ob. Als ob er bei der Höhe stirbt. Kommt mir bekannt vor. Wenn der Zug von links kommt, weiß ich sicher, wo ich bin. Come on, also was war denn das gerade? Das waren nicht mal 3 Meter. Billy, was ist los mit dir? Bist du mit Absicht auf dem Kopf gelandet, oder was? Okay, die sind sogar One-Shot. Gut zu wissen, sparen wir gleich noch ein bisschen Munition. Okay, dann halt nochmal die ganze Nummer. Weil es ja so schön war. Warte mal, bei welchem Baum habe ich das gemacht? Ah ja. Okay, der war es anscheinend nicht. Oder doch? Warte mal. Ah, doch, okay.
irgendwie klappt das jetzt nicht mehr so ganz. Ach, das überlebt er, ja? Das überlebt er, aber den anderen Sprung, da, das war zu viel. Ist schon klar. Schon klar, Billy. Okay, aber wo hat er jetzt den Bogen hergehabt? Apachen? Wahrscheinlich Abtrünnige. Jetzt haben wir keine Pfeile. Ich muss da oben irgendwo welche aufgesammelt haben. Warte mal, die will ich jetzt schon haben. Jetzt bin ich halt fast tot, ne? Ist eigentlich auch scheiße. Hier lag noch einer. Ja, dann werde ich bei dem wohl einfach vorbeigelaufen sein, ohne es zu merken. Perfekt. Jetzt renne ich hier mit 3 HP durch die Gegend, ey. Wenn die mich angreifen da unten, dann bin ich so erledigt. Aber ich habe gar keine Schnitte. Ja, das kennen da wir schon. Ist die Brücke und der Mineneingang, ungefähr eine Meile entfernt. Da kann ich leider nicht skippen. Vielleicht schaffe ich es noch vor dem Sturm bis dorthin. Was zum Teufel? Was haben die denn dort verloren? Sie plündern die Mine? Wenn sie mich bemerken, bin ich ein toter Mann. Okay, zuallererst mal speichern. Jetzt nochmal das Ganze. Diesmal etwas professioneller hoffentlich. Vor allem ohne zu sterben. Hallo? Darf ich? Jetzt. Okay, was ist hier? Eine Höhle? Sind doch bestimmt Wölfe drinnen, oder? Hey! Schnauze! Wegen dir kommt noch der ganze Berg runter. Kannst du den Zug sehen? Ich sehe überhaupt nichts. Hoffentlich weiß Ned, was er tut. Ich hoffe für ihn, dass sich der Überfall lohnt. Überfall? Ah, Banditen. Das sind Banditen. Was auch sonst. Ich hab heute auch ein Glück, ey. Okay, Billy. 3 HP, Billy. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich hoffe, die sind One-Shot mit dem Bogen. Ansonsten habe ich ein Problem. Weil du nichts anderes tust, als faul rumzusitzen. Er hat gesagt, wir sollen hier warten. Und genau das tue ich. Warte mal. Was? Sei ruhig. Ich habe da was gehört. Oh, geh doch in Deckung, Billy. Wind gewesen sein. Blitze können deine Position verraten, selbst wenn du dich in dunklen Bereichen aufhältst. Oh Gott, okay. Wie viele sind hier? Nur die beiden? Warte mal. Ich will mal probieren, ob ich die theoretisch ausschalten kann. Okay, das geht sogar in Zeitlupe. Okay, das war sogar relativ easy. Oh, da ist ja noch einer. Lol. Na, schöner Revolver. Den gönne ich mir. Und HP. Oh Gott, ja, ich brauch's. Für sowas bin ich zu alt. Na, ich tausche mal den anderen Revolver aus. Oh! Wie hat er mich denn jetzt gesehen, hä? Du bist ein Feigling! Wo ist er hin? Stirb, Junge! Stirb! Jetzt hat er aber einen Schuss abgegeben. Jetzt wissen die doch, dass ich hier bin. Mann, ey! Das lief so gut! Haben die anderen mich bemerkt? Anscheinend nicht. Und das in den Bergen, ey.
Eigentlich würde man diesen Schuss meilenweit hören. Na gut, na gut. Boah, Alter, der Autosave. Jedes Mal ein Herzinfarkt. Apropos, ich werde mal speichern. Gleich nochmal hinterher. Sicher ist sicher. Hör ich da Wölfe? Ich glaube, ich habe da ganz leise Wölfe gehört. Sicher bin ich mir nicht. Ein Sturm kommt auf. Ich kann die Blitze schon sehen. Kannst du dich noch an den Sturm von 67 erinnern? Ein Blitz hat den guten Rodriguez erwischt und ihn gegrillt. Kannst du ein einziges Mal deine Klappe halten? Hast du den Blitz gesehen? Er hat bestimmt einen Baum erwischt und fackelt jetzt den ganzen Wald ab. Hm, da sind welche, da hinten sind auch welche. Oh. Der ganze Wald. Hier komme ich runter. Ich versuch's mal unauffällig durchzuziehen. Gut beobachtet. Den da hinten könnte ich jetzt theoretisch ausschalten, oder? Er sollte gleich auftauchen. Ich komme. Hey, nicht einschlafen. Na, guck mal, die entfernen sich. Ja, ja. Jetzt bist du nämlich alleine, mein Freund. Oh, scheiße, sie haben es bemerkt. Okay. Nicht bewegen! Ah. Oh, das ist schon ein bisschen OP mit der Zeitlupe, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Oh! Wo kommst du denn jetzt noch her? Ja, auch wie der Pfeil auch einfach in seiner Fresse abprallt, ne? Ich kann den Hut mitnehmen? Boah, ich kann ihn leider nicht aufsetzen, aber ich kann ihn werfen. Rein ins Feuer mit dem Ding. Ich sagte, rein ins Feuer. Jetzt kugelt er fröhlich vor sich hin. Was haben wir hier? Einen weiteren Steckbrief? Adrian Giszewski? Ein gefährlicher Psychopath, der sich durch die Erstellung der Call of Juarez-Website strafbar gemacht hat. Wie die Website ist auch Giszewski geistig zurückgeblieben. Die hatten Spaß, die Entwickler. Die hatten Spaß. Aua, aua, nein, nein, bitte kein Feuer. Bitte kein Feuer mehr. Shotgun. Hallo. Gibt's hier Muni? Da sage ich nicht nein. Und Schnelllader. Den nehme ich. Macht zwar weniger Damage, wenn ich mich recht erinnere. Aber ist halt viel schneller beim Nachladen. Dann hat er gesagt. Willst du wissen, was er gesagt hat? Dass ich bescheiße. Ich hab die Pappnase angeschaut und hab gesagt. Was? Ich hab so getan, als wüsste ich nicht, was er meint. Weißt du, was ich dann gesagt habe, Eli? Ich habe gesagt. Eli? Eli, wo zum Teufel steckst du? Warte! Boah, die sind komplett voll. Ich metze mich hier durch, ist mir egal. Zack! In your face! So, und du gleich hinterher. Na, noch jemand, hä? Da sind noch zwei. Oh, hier auch. Die haben Pferde dabei. Ich frage mich, ob ich deren Pferde klauen kann. Da ist noch einer. Ich probiere mal, die beiden hier unten wegzumachen. Wie er noch in meine Richtung guckt. Hä? Das ging, glaube ich, in die Balls. Das war keine Absicht. Okay, ich krieg ein bisschen was ab. Wo ist der Typ? Irgendjemand hat gerade noch auf mich geschossen. Wo bist du? Zeig dich! Ah, Mann, ich sehe nichts. Okay, da war noch einer.
Stirb! Okay, ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Alter, du siehst die nicht in dem hohen Gras. So, habe ich jetzt alle. Nee, offensichtlich nicht. Ich glaube, ich nehme wieder den Bogen. Da kann ich wenigstens ranzoomen. Okay, Entdeckung. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Oh, ich brauche jetzt Leben. Komm zu Papa. So, meine Pfeile hätte ich gerne auch wieder. Vielen Dank. Oh, neue Shotgun. Ja, ist aber nicht besser als meine. Wow. Was fällt dir ein? Einfach so von hinten auf mich zu schießen. Aber ich habe ein paar Pfeile verloren. Irgendwo hier müssen noch welche sein. Ah, guck mal, noch ein Steckbrief. Grzegorz Switzdowski. Alter, ich kann das nicht aussprechen. Tut mir leid. Also, tut mir leid, dass ich die Sprache vergewaltige, aber... Ja, ich spreche sie halt auch nicht. Dieser Kriminelle arbeitet verdeckt unter dem Namen Xesio, wird jedoch von seinen Komplizen liebevoll Vater aller Gangster genannt. Er hat sich diesen Namen wohl bei seinen zahlreichen Mehrspielerschießereien eingehandelt. Alles klar. Ist das Jack Daniels? Was steht da? Irgendwas mit D. Das ist doch safe eine Jack Daniels-Anspielung. Komm, die Flasche sieht 1:1 so aus. Ah, ja, ja. Schon klar. Schon klar, aber die Entwickler sind mir sympathisch. Die nehmen sich einfach selbst auf die Schippe. So, hier war noch ein Pfeil. Na gut, aber ich glaube, ich werde jetzt auch nicht alles absuchen nach den Pfeilen. Dann scheiß halt drauf. Dann finden wir bestimmt nochmal neue. Wird schon nicht so dramatisch sein. Glaube ich jedenfalls. So, nochmal speichern. Hallo. Danach habe ich gesucht. Ein schöner Repetierer. Aber warum hat der nur 3 Schuss? Das ist irgendwie ein bisschen weird. Kann ich die Knarre nicht auch auf die 4 packen? Nee, ich kann nur eine mitnehmen. Na gut, dann bleibe ich beim Repetierer. Damit kann ich schön ranzoomen. Ja. Stand da nicht gerade... Achso, ich muss die Waffe wegstecken. Hallo? Er steckt die Waffe nicht weg. Ah, jetzt. Ah, das klappt trotzdem nicht. Da stand doch gerade, ich kann das Pferd reiten, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Irgendwas stand da gerade von wegen Pferd. Na gut, vielleicht spinne ich auch einfach nur. Alles ist möglich. Toyota. Was ist los? Bam! Fress Blei! Hallo, Billy, lad nach. Oh, ich habe keine Muni dafür. Scheiße. Okay, die habe ich aus dem Leben geschallert. Oh. Hallo? Nein. Nein, das Spiel ist abgestürzt. Okay, Leute, kurzer Cut, wir sind gleich wieder da. So, Leute. Da sind wir wieder. Das Spiel ist mir übrigens gerade noch 2-mal abgestürzt. Anscheinend darf ich an diesem Punkt nicht mehr zurücklaufen. Wenn ich jetzt in die andere Richtung wieder zurücklaufe, schmiert es safe wieder ab. Okay, also ich muss mir jetzt hier irgendwie einen Weg rumbahnen. Komm, ohne zu sterben, Billy. Danke. Danke, danke, danke. Ich glaube, ich steig mal wieder um auf den Bogen. Leider habe ich gerade alle Schüsse, die wir noch für das Gewehr hatten, verschossen. Wow! Nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Das ist doch jetzt nicht wahr! Oh, bitte keine Wildwasserbahn! Ich meine, ich mochte die Wildwasserbahn immer, aber... Oh! Das ist zu viel! Das ist zu viel! Okay, here we go again. I guess. Hoffentlich ohne Absturz. Komm, bitte nicht. Was ist los? Oh Mann! Dann verkacke ich das auch noch so hart.
Oh, aber wirklich? Hallo? Was ist denn los? Sag mal, jetzt reloade doch! Meine Güte, die schlucken aber auch. Als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes getan. Ja, heb den auf. Sehr schön. Ach komm! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. So unnötig. So unnötig. Okay, bin gleich wieder da. So, Leute. Alle guten Dinge sind drei, wie es so schön heißt. Let's go. Neuer Versuch. Hoffentlich gelingt es diesmal. Ich bin zuversichtlich. Los, Billy. Einfach nicht sterben jetzt. Oh, 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 oh. Wow. Was? Komm schon, ich war doch genau in der Mitte. Na gut, aber ich hab nochmal gespeichert. Ich springe einfach auf direktem Wege rein. Leck mich am Arsch, Spiel. Ich mach da nicht mit. Schade, ich dachte, ich kann vielleicht an den Rand. Okay, aber ich kann auf jeden Fall auch bremsen, so wie es aussieht. Aber hier scheint es nicht zu gehen, hä? Was soll ich denn da tun? Was will das Spiel denn von mir? Ich blick schon wieder nicht, was das Spiel von mir will. Hä? Ich kann nicht in der Mitte durch, ich kann nicht an der Seite lang. Wo soll ich denn hin? Doch ein Witz. Guck mal, hier kann ich easy dran vorbei. Aber hier vorne, da hört's dann auf bei den Felsen, oder was? Ich bin doch nicht mal ansatzweise am Felsen dran. Nicht mal ansatzweise. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will an der Stelle. Soll ich da vielleicht irgendwo mit dem Lasso hoch oder so? Ich kann hier im Wasser ja nicht mal meine Waffen ausrüsten. Hey, jetzt geht's doch. Ihr merkt, ich brauche kurz einen Moment, um zu checken, was das Spiel will. Nochmal genau drauf achten. Da war gerade ein Symbol von wegen Peitsche. Aber hier habe ich halt dann so einen Boost drauf. Ja, ich kann gar nicht schnell genug reagieren, hä? Was willst du denn von mir, Spiel? Das ist schon wieder so ein, ist schon wieder so eine Kackstelle, weißt du? Die triggert mich gerade schon wieder. Was soll denn der Mist? Zeig mir doch einfach, was ich machen soll. In jedem anderen Spiel könntest du da einfach durch die Mitte durchschwimmen. Hä? Muss ich irgendwie an die Seite, irgendwie daran oder so? Hier vielleicht? Ach, guck mal. Guck an. Dann sag mir das doch. Sag mir das doch einfach, Spiel. Kommuniziere es doch vernünftig. Weißt du, Kommunikation ist der Schlüssel. Das hat man, glaube ich, schon mal gehört. Oh, da sind Banditen. Komm, als ob die das gemerkt haben. Aber das bemerkt er nicht. Wenn er direkt neben ihm umfällt, dann checkt das nicht. Aber hier auf der anderen Seite. Na klar, na klar. Ich verstehe schon. Es ist wieder so ein Teil. Es ist wieder so ein Spiel. Hm. Hätte ich jetzt einfach nur darüber gehen müssen? Nee, das kann auch nicht richtig sein. Ach, guck mal, da oben muss ich hoch. Oder? Oder täusche ich mich jetzt? Ah, hier. Los, Billy, jetzt stöhn hier mal nicht rum. Du bist doch noch ein junger Mann.
Oh Gott, nein! 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 Nein, wieso denn nur? Wieso? Okay, das kriegen wir ja recht schnell wieder hin, hier die Nummer. Wie, jetzt überlebt er das? Dieses Spiel will mich einfach nur trollen. Wollte schon gerade sagen. Na, na, nicht schon wieder den falschen Weg laufen. Hoch hier. Und ich speichere nochmal. Sicherheitshalber. Oh, der hat Munition für mein Gewehr eventuell. So, ihr wollt's wieder wissen, ja? Na, warte. Oh, ich bin ganz schön low. Shit, ich muss auch... Oh! LOL! Okay, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet da an der Stelle. Komm, hoch, Billy! Billy! Oh, Junge, das gibt's nicht. Es ist manchmal so komisch, dass er einfach die Kante nicht erwischt. Er macht halt nur so eine Kindersprünge. Ich friere mir den Arsch ab. So, du Arschloch, denkst du kannst mich einfach so killen? Bam! Nein, mein Pfeil! Bleib hier. Sehr schön. Schön Munition. Einiges an Munition. Immer diese Loading Screens, ey. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Kapitel noch geht. Bis jetzt haben wir es ja gut geschafft, immer so ein Kapitel in einer Folge ungefähr. Ich würde das gerne so beibehalten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ah, okay. Ich sehe schon. Hier muss die Peitsche wieder ran. Billy, der gute alte Indiana Jones. Die jungen Jahre. Einfach der Vater von Indiana Jones. Das ist so der Plot. Okay, hier wäre noch eine Shotgun. So. Jetzt muss ich nur noch auf den Zug warten. Aber wie werde ich diese Kerle los? Jetzt kann ich nicht mehr zurückgehen. Ich schätze mal, ich muss sie mir so gut wie möglich vom Leib halten. War nicht gerade noch ein Revolver? Verteidige deine Position. Na, na, na. So, du kommst mir mal hier auf die 1. Nein. Och Junge, was ist denn das? So, also das Game ist mir jetzt schon zum 5. oder 6. Mal abgestürzt heute. Ey, die ganzen Aufnahmen davor war nie was los. Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein Ding hier im Let's Play. Das wäre echt nervig. Okay, ich halte einfach mal die Position. So lange wie möglich unentdeckt bleiben. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt Sinn macht. Aber im Prinzip muss ich ja einfach bloß warten. Zumindest steht es hier. Aber schon verlockend, wie er da so steht. Oh oh. Okay. Here we go. TNT.
Na, kommt mal alle schön auf einen Fleck. Wow. Das war nicht die Wirkung, die ich erzielen wollte. Okay, letzte Kugel. Und ich hab sie verhauen. Ich hab sie einfach verhauen. Ich mag das Gewehr, ich mag das. Ich hätte gern mehr Muni dafür. Oh. Ah, mit dem Bogen ist irgendwie für Stealth ganz geil, aber im offenen Gefecht, ich weiß ja nicht. Aber die Revolver sind halt so unpräzise, ne? Ich treffe ihn einfach nicht. Jetzt, wenn er ein bisschen im Freien steht, dann geht's. Aber dieses Du bist ein Feigling, Alter. Ihr kämpft hier schon wieder mit 80 Mann gegen einen. Wer ist hier der Feigling, hä? Mit Billy haben wir auch noch keine Spezialfähigkeit, ne? Mit Ray hatten wir ja diese Revolver-Quick-Draws. Die kann er irgendwie nicht. Nenn mich nicht Bastard! Oh nein. Na, sieh mal einer an. Okay, Leute. Das war die nächste Episode. Ich würde sagen, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bye bye.